Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe vor wenigen Tagen einen Vlog gedreht und dachte mir, ich drehe heute nochmal einen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen frei, mehrere Tage hintereinander. Und das wollte ich nutzen. Ich sehe super aus. Ich bin aber auch noch nicht lange wach. Heute steht ein bisschen was auf dem Plan, zum Beispiel dieses Kinderzimmer hier aufräumen. Und wenn ihr seht, wie es hier aussieht, dann ist es, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Ich glaube, das werde ich auch gleich anfangen. Du hast ja noch deinen Latz rum. Schön, gerade ja noch einen Latz vom Frühstück rum. Ich baue jetzt hier mal die Kamera auf und dann kriegt ihr einen wunderschönen Zeitraffer, wie wir dieses Zimmer hier aufräumen. Meine Frisur ist mittlerweile völlig zerstört. Ich bin jetzt gerade in der Tiefgarage, weil ich mein Auto aufräume. Also kann ich mal zeigen, wie schön sauber das jetzt geworden ist. Tim war in der Waschanlage letzte Woche. Und ich wollte gerade sagen, also wenn das Keyless nicht funktioniert hätte, obwohl mein Schlüssel da liegt, das wäre ja ganz schön krass. Er war in der Waschanlage. Aber innen sieht mein Auto halt noch aus wie Schwein. Und dazu kommt... mein Skoda-Zeichen hier hinten gammelt ein bisschen. Seht ihr das? Das ist ja richtig ekelhaft. Och nö. Dazu kommt, dass wir morgen was Größeres vorhaben. Ich habe einen Videodreh und zeitgleich, also währenddessen... Oh, ist das cool. Währenddessen wollen... Tim und Moritz, Moritz kennt ihr doch aus, unter Umständen aus anderen Videos von mir, meine Reifen wechseln. Deswegen müssen wir mit meinem Auto fahren. Dementsprechend muss ich das jetzt komplett ausräumen. Wir könnten auch mit dem großen Auto fahren, aber dann wären meine Reifen nicht gewechselt. So. Und deswegen muss ich jetzt einen Mist, der in meinem Auto ist, bei Tim ins Auto packen. Ich glaube, das weiß er noch gar nicht. So. Kann er das aufmachen? Karl hat gerade gebadet und vorher hat er einen neuen Haarschnitt gekriegt. Kann ich euch ja mal zeigen. Und jetzt gibt es Tattoos. Komm her. Warte, ich tue ein paar raus und dann kannst du wieder was aussuchen oder so. Ja. Immer mit der Ruhe. Setz dich. Es mit die Blumen. Ist. Mit das. Den Hut? Ja. Ist mit das. Was ist das? Eine Kuh. Mhm. Videolicht. Heute ist der nächste Tag und ich drehe jetzt ein Projekt für die Uni, ein Videoprojekt. Ich habe mir hier mein ganzes Setup schon aufgebaut und zeige ich das eben. Es geht um diesen wundervollen Duschvorhang. Ich kann euch den ja mal so, sieht man das, was da drauf ist? Genau darum geht's. Und ich zeige euch mal mein Setup. Ich habe nur eigenes Equipment, das wollte ich aber auch so. Ich habe mir jetzt nichts noch irgendwie ausgeliehen oder so. Und wir werden dann aber erstmal Mittagessen und dann fange ich an zu drehen. Und ich bin super gespannt, ob das genauso wird, wie ich es mir vorstelle. Also wir haben hier ein Hauptlicht. Hier steht die Kamera. Hier steht, hi übrigens. Hier steht... So von der Seite, ich habe die ganzen Zeichnungen vergessen, aber es ist auch jetzt keine klassische 3-Punkt-Ausleuchtung. Dann habe ich den hier, wenn der Duschvorhang um die Ecke gezogen ist,
dann reflektiert der das Licht von hier auf dieses Stück hier an der Seite. Und dann habe ich hier von hinten noch das Ringlicht. Wenn man das dahinter stellt, sieht man das logischerweise. Es scheint so sehr durch. Genau, dann ist hier meine Schaltzentrale. Ich brauche nachher zum Beispiel noch einen Föhn, um hier so einen coolen Effekt so zu erzeugen. Und deswegen musste ich mir jetzt noch eine Steckdose hier irgendwie organisieren. Genau, und ich mache so zwei Aufnahmen, zwei Detailaufnahmen, eine Zoom-Aufnahme und dann eine Aufnahme, in der praktisch eine richtige Szene, eine gespielte Szene sozusagen ist. Und dann brauche ich noch ein paar Soundeffekte, die werde ich aber wahrscheinlich irgendwie anderweitig aufnehmen, zu Hause in der Dusche oder so. Genau. Und das war es dann auch. Also es wird ein Film von einer Minute. Und ja, ich mache jetzt hier mal alles aus, alle Lichter, weil ich, wie gesagt, jetzt mit dem Aufbau fertig bin und soweit. Und werde dann erstmal rübergehen. Mal gucken, wo der Rest ist. So, während Moritz und Tim meine Reifen wechseln, da hinten irgendwo, fange ich jetzt mal an mit den ersten Aufnahmen. Dazu brauche ich diese Sprühflasche. Und zwar möchte ich als erstes so Wassertropfen am Duschvorhang runterlaufen haben. Und dazu ist so eine Sprühflasche halt super. Als Objektiv habe ich hier das 60mm Makro-Objektiv und ich denke, das wird damit ganz gut als so Detailaufnahme. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, so Wassertropfen dann noch als Zeitlupe dann zu machen. Da bin ich mir gerade selber noch nicht so ganz sicher. Wir werden es sehen. Ich filme jetzt einfach mal mit 60 FPS und dann gucken wir mal so. Also Licht ist an, jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wenn es dann tropft, ich brauche noch ein Handtuch, um das dann abzuwischen, wenn es dann tropft, dass es hier nicht irgendwo hinläuft, wo Kabel und so ist. Das ist halt das Problem, ne? Wir drehen in einem Badezimmer. Das finde ich echt insgesamt nicht so cool. Aber was sollen wir machen? So, hier habe ich ein Handtuch und das kann ich auch alleine umsetzen. Ich stelle einmal jetzt auf eine Stelle scharf, mache halt eine längere Aufnahme und sprühe das ein paar Mal, wische es wieder weg und so weiter. Und ja, dann werden wir jetzt mal sehen, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich kann jetzt auch das Licht ja nochmal ein bisschen umstellen, einfach weil ich jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem Duschvorhang. Kann ich euch auch jetzt eben hier zeigen, so grob, naja, ihr seht, so grob brauche. Szene Nummer 1 ist im Kasten. Ich fange jetzt gleich mal mit Daten sichern. Und zwar ziehe ich erstmal alle Clips rüber, beziehungsweise es ist eigentlich nur ein Clip, und packe den auch gleich mal in Premiere und schaue mir an, wie das ist, wenn ich das jetzt auf als Zeitlupe mache, nur mal so ganz probehalber und ob es wirklich scharf ist. So, das Setup für meine allerletzte Aufnahme steht. Ich habe jetzt eine Zoom-Aufnahme, eine Aufnahme der Wassertropfen, die ich Zeitlupen werde und eine Aufnahme von diesem wehenden Duschvorhang. Ansonsten kommt jetzt noch diese eine gespielte Szene. Dafür brauche ich aber sowohl Moritz als auch Tim. Und was Karl im Moment macht, weiß ich nicht. Der wird hoffentlich hier mit mir hinter der Kamera ruhig sitzen und alles. Wir werden das bestimmt 4-5 Mal drehen müssen. Ich packe jetzt alle dazugehörigen Requisiten hier schon mal hin. Und dann gehe ich mal gucken, was die so machen, was die so anstellen und wie weit die sind und ob die dann schon herkommen können. Und ja, der Duschvorhang bleibt hier hängen. Heute ist Sonntag, morgen ist Montag, morgen werde ich das Video schneiden, soweit wie es geht. Und wenn mir auffällt, ich muss irgendwas nochmal machen, dann fahre ich Dienstag nochmal hierher und der Duschvorhang kann meinetwegen auch danach hier hängen bleiben. Ich brauche den nicht mehr. Außerdem ist der cool, finde ich. Musik.
Na dann. Juna, können nicht sprechen. Das schläft, guck mal, das hat die Augen zu. Jetzt ist es aufgewacht. Das Huhn hier vorne, das hat gerade geschlafen im Stehen. Das Huhn hier vorne hat gerade im Stehen geschlafen. Ja, wir sind mittlerweile wieder zu Hause und an der Stelle möchte ich auch das Video beenden. Es war vorhin so, ich habe ab einer bestimmten Stelle nicht mehr weiter gefilmt und zwar habe ich, beziehungsweise haben Tim und Moritz an meinem Auto beim Reifenwechseln einen Kratzer entdeckt. Kann ich euch auch jetzt einblenden. Und es sieht so aus, als wenn da, also da ist jemand rangefahren und dann so eine große schwarze Stelle, die halt sehr schnell aufgefallen wäre, wurde mit irgendwelchem weißen Zeug, ich weiß nicht, ob das Edding ist oder möchte gerne Lackstift, übermalt. Gebt euch das mal. Da fährt mir jemand ans Auto, macht mir keinen Zettel oder so ran und macht dann noch die auffällige Stelle, sodass ich es nämlich nicht gleich checke, übermalt das mit irgendwas. Es sieht schrecklich aus. Ich war dann richtig, richtig wütend, traurig, keine Ahnung. Es ist halt einfach eine Frechheit. Und ich bin mir 100% sicher, dass es halt noch nicht lange so ist, weil das wäre mir aufgefallen. Und ja, ab dem Moment habe ich nicht mehr weiter gefilmt. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Endprodukt von meinem Image-Filmdreh heute werde ich ziemlich sicher auf YouTube hochladen. Ich denke mal, das darf ich, weil das ist ja für die Uni, aber es ist ja ein Produkt von mir. Also von daher, wenn ich das darf, dann werdet ihr es auch bald sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schaut auch gerne in meinem letzten Video vorbei, das verlinke ich wie immer unten drunter. Und ja, dann bis zum nächsten Video.